Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play SimCity. Ich wünsche dir einen schönen Samstag, denn das müsste die Folge für Samstag hier sein. Schön langes Wochenende. Die Woche habt ihr gerade so rumgekriegt, hoffe ich. Hoffentlich gut. Schönes Wetter haben wir ja auch eigentlich überall. Und wir gucken mal. Wir brauchen etwas mehr Kohle. Entweder etwas abbauen oder am Weltmarkt importieren. Machen wir doch. Ach ja, wir hatten hier ein Kohlekraftwerk gebaut. Ich schau mal eben. Kriegen sie nicht. Lokal ein. Ja, machen wir mehr auf Weltmarkt. Kostet uns ein bisschen was, aber versorgt uns halt, wie gesagt, mit Strom. Ich weiß gar nicht, wo sie bisher jetzt die Kohle herbezogen haben. Dass die Kohlevorräte erschöpft sind, bedeutet für uns natürlich, dass wir keinen Strom momentan haben, richtig? Kohle fast leer, genau. Minus, minus, minus. Aber eigentlich müsste das doch jetzt klappen, oder? Was hat er gesagt? Importieren Sie Kohle. Da kriegen wir dann sogar wieder ein bisschen Geld noch. Weltweite Kohlelieferung ein. Aktueller Kohlepreis 6.000 Dollar. Habe ich angeschaltet. Also müsste das hoffentlich gleich wieder losgehen. Jetzt gehen natürlich überall die Probleme los, weil wir wieder keinen Strom haben. Verstopfte Rohre. Dann würde ich sagen, können wir nochmal unsere Klimaanlage ausbauen, wenn wir denn noch den Platz haben. Was ich jetzt nicht zu 100% weiß. Ah, wunderbar. Und da müssten wir genau, da kommen wir wieder leicht in den grünen Bereich. Ich meine mal, da können wir doch direkt noch einen hier hinbauen. Reißen wir zwar wieder ein Wohngebäude ab, aber ihr wisst ja, ich habe es am Anfang gesagt, wir sind gierig. Dann wollen wir doch mal weiter unsere Gier schüren. Schüren. Ja, so nebenbei gefragt, habt ihr was an Pfingsten vor? Fahrt da weg? Oder macht ihr euch mit euren Kumpels einen ruhigen am See? Oder erzählt doch mal. So, wir mangeln an Arbeitern. Die Universität ist laufend geschlossen. Ja, dafür bräuchten wir mehr Wohngebiete, nehme ich an. Beziehungsweise eine höhere Einwohnerzahl. Moment, hier ist irgendwie was ganz rot. Hallo? Hallo? Gut, scheint sich erledigt zu haben. Verwaltung geschlossen, ohne Strom. Ja, genau. Hat sich denn das jetzt mit der Kohle wieder eingeringt? Toll, ich habe gedacht, wir starten hier locker flockig, aber irgendwie kriegen wir jetzt keine Kohle hier ran. Aber ich habe das doch angeschaltet. Wie ich meine, wieso passiert denn hier nichts? Lokale Kohlelieferung. Ja, wir bauen ja nirgendwo Kohle ab. Können wir denn nicht irgendwo Kohle abbauen? Wie läuft denn das? Hier, Bergbau. Kohlebergwerk. Würde das Sinn machen? Ja, hier oben ist Industrie. Da könnten wir ein bisschen was rausholen. Ich würde mal versuchen, ja, boah, hier ist es natürlich schöner. Nehmen wir die große Fabrik weg. Ein Kohlebergwerk. Du, die Leute finden das jetzt nicht so toll. Die Industrie findet das voll geil anscheinend. Ja, stellen neue Leute ein. Aber irgendwie haben wir ja gar nicht genug Leute. So, Kohletransporter. Naja, ist doch auch mal was Feines, oder? Ich meine, hier so ein schönes Kohlekraftwerk oder Kohlebergwerk hatten wir bisher auch noch nicht. Können wir uns ja auch mal angucken. Und wie gesagt, es bringt halt jede Menge Strom, ne? Und den Strom brauchen wir halt. Was macht das? Erweitern Sie den Abbaubetrieb. Und da kriegen wir noch ein bisschen mehr Kohle. Na gut, jetzt reißen wir doch die andere Fabrik mit ab, aber ist halt so. Naja, die Leute, die jetzt in den Fabriken gearbeitet haben, können jetzt natürlich irgendwie in der Uni arbeiten gehen, ne? Warum auch nicht? Gucken wir mal, was hier los ist. Hallo, Herr Bürgermeister. Wir können demnächst mit den Bohrungen anfangen. Wir brauchen nur noch Arbeiter, dann sind wir startklar. Wenn Sie schnell Geld machen möchten, können Sie zusätzlich Kohlewerkschachte oder mehr Kohletransporter hinzufügen. Haben wir doch schon gemacht, Digga. Ja, Strom ist immer noch kritisch. Ich mag da gar nicht rüber gucken. Verwaltung geschlossen. Ich denke mal, die Kriminalität geht jetzt auch in die Höhe. Krankenhäuser, kein Strom mehr und so weiter. Ne, kein Strom. Genau, ohne Strom. Aber eigentlich müssten die ja Notaggregate haben. Weiß ich jetzt nicht, was da los ist. Und hier müsste jetzt vielleicht mal bald irgendwann was ankommen. Wenn das denn unsere super Verkehrslage zulässt. Wäre natürlich schon schön, weil so ein Kohlekraftwerk, das bringt wie viel nochmal? 75 Megawatt. Kommen wir eigentlich auch nicht mit aus dem Miesen raus, ne? Aber natürlich, wir haben ja hier noch einen Schornstein mit angebaut. Dann könnte das natürlich klappen. Jetzt hier, 10 Tonnen. Importieren Sie Kohle. Haben wir die jetzt importiert oder kam das jetzt von uns? Nee. Haben wir tatsächlich aus dem Ausland. Jetzt, wo ich das Kohlebergwerk gebaut habe, natürlich.
Strom, genau, Überschuss verkaufen wir jetzt wieder. Haben wir das doch wieder. Das ist ja noch zwar rot, das muss ich erst noch aktualisieren, würde ich sagen. Oder der Strom ist noch nicht überall angekommen. Gucken wir gerade genau, jetzt geht das hier so langsam. Gehen jetzt hier so nach und nach die Lichter wieder an. Das ist doch schon mal schön. Dann haben wir doch die erste Krise direkt schon mal an diesem sonnigen Samstag abgewälzt. Wobei ich sagen muss, ich sage die ganze Zeit sonniger Samstag. Ich kann es ja noch gar nicht wissen, weil ich muss ehrlich sein, ich nehme hier gerade am Freitag auf. Naja, und vielleicht regnet das ja morgen. Aber eigentlich haben sie ja gutes Wetter angesagt, also gehe ich mal davon aus, dass es sonnig sein wird. Zumindest bei uns im Norden. Ich weiß nicht, von wo ihr guckt. Schreibt doch mal in die Kommentare, von wo du gerade dieses Let's Play guckst. Würde mich auch mal interessieren. Genau, wir haben wieder zu viele Verbrecher. Da können wir uns mal gerade drum kümmern. Polizeiwache. Eigentlich nicht, oder? Was sagen die denn? Das Verbrechen regiert. 25. Okay, das ist doch eine ganze Menge. Also so langsam müssen wir uns von diesem großen Plus, denke ich mal, verabschieden. Wir gucken mal gerade, wo die meiste Kriminalität momentan stattfindet. Hier haben wir die ganzen Gefangenen. Hier ist so ein kleiner Brennpunkt. Und hier unten ansonsten. Also würde ich sagen, bauen wir auch diese Wache hier aus. Och, so. Ausbauen. Das ist natürlich ganz gut hier, dass wir so viel sehen. Drehen wir mal so ein bisschen. Können wir mal unsere Polizeiwache so ein bisschen betrachten. Genau, hier haben wir noch gar nichts weiter angebaut. Kostet auch gleich 600 wieder. Aber das machen wir mal. Vielleicht mehr Polizisten locken vielleicht auch wieder mehr Leute an. 174.000 haben wir. Wie voll ist denn der Club hier? 9 von 50. Gut, da müssen wir jetzt noch nichts machen. Was ist das hier? Zentrum für Verbrechensbekämpfung. Nimmt bestimmt wieder viel Platz. Ach, das können wir hier hinten noch mit dran machen. Das machen wir eben mal. Dann kriegen die sich vielleicht ein bisschen besser ein, wenn sie so ein bisschen Prävention haben. Im Unterricht oder wie auch immer. Hat dir das noch nicht gereicht? Ach so, gut, die müssen wir noch festnehmen. Naturwissenschaftsuni. Genau, da können wir dann auch noch forschen. Wir brauchten aber, glaube ich, eine andere Uni. War das die Ingenieursuni wegen dem Weltraumprojekt oder was? Müssten wir da nochmal gucken. Wie gehabt, ich bin halt wie gehabt voll geil vorbereitet. Ich hoffe, es unterhält euch trotzdem noch einigermaßen. Straßenbahn hatten wir gebaut letzte Folge. Also für euch jetzt gestern. Also für mich jetzt heute. Da jetzt für mich gerade der Freitag ist, wo die Folge mit den Straßenbahnen kam. Hier haben wir noch so viel Platz, ne? Hier haben wir so große Wohnhäuser, die würde ich nicht so gerne abreißen. Das ist ein Park and Ride. Das ist unser Cyclingzentrum. Überlegt, ob wir hier vielleicht so eine kleine Straße noch irgendwie hinziehen. Dass wir da noch so ein paar mehr Häuser hinbekommen, aber ob sich das lohnt. Naja, und jetzt sind wir hier wieder halt bei diesem schönen Punkt angekommen. Die Stadt ist brechend voll. Und die wollen, wollen, wollen nur hier. Die Nachfrage ist riesig. Was sagt er? Wohngebiete der unteren Einkommensschicht mit Trend zu hoher Dichte. Ja, die würden sich gerne alle erweitern, haben aber alle keinen Platz. Also irgendwie kann doch da irgendwas nicht stimmen, oder? Ich meine, das Spiel ist jetzt schon so lange draußen. Ist wahrscheinlich schon der nächste Teil fast fertig, wenn es denn einen geben soll. Und dann muss ich doch ehrlich sagen, weiß ich nicht. Vielleicht lernen sie aus ihrer Kritik, weil so wie ich gehört habe, sollen ja die anderen SimCity-Teile sehr gut gewesen sein. Also viele schwärmen dann zum Beispiel von Teil 4. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die anderen Spiele gar nicht so gespielt. Da konnte ich mich für dieses Genre noch nicht so begeistern. Also was heißt für dieses Genre? Gerade für SimCity, so Aufbau, Simulationen oder sonst was, also oder Strategiespiele oder sowas, das macht mir schon Spaß. Aber wie gesagt, jetzt nicht unbedingt gerade SimCity, beziehungsweise die alten Teile. Der Teil hier, den fand ich bisher eigentlich ganz gut. Nur ist es halt irgendwo, wie gesagt, ein bisschen nervig, wenn dann, ja, wegen so kleiner Sachen, die man eigentlich, schätze ich mal, als Entwickler locker wegpatchen könnte, das ganze Spiel versaut wird. Nein, anstattdessen muss man sich halt irgendwelche DLCs runterladen und so weiter, Geld dafür ausgeben, dass halt dieses Spiel komplett wird. Und das ist halt irgendwo so, was so ein bisschen den Spielspaß dann letzten Endes bremst. Weil ihr seht ja, jetzt haben wir die zweite Stadt hier und es geht jetzt alles den Bach runter, weil wir keinen Platz mehr haben. Wie in einer anderen Stadt praktisch. So, Straßenbahn, was ist hier los? 66 Minuten Wartezeit. Straßenbahndepot. Ach so. Ja, wo, wieso sollte ich denn noch eins bauen? Oder wäre das gar nicht verkehrt? Ich weiß gar nicht. Na, eigentlich ja nicht. Eigentlich müsste ich ja hier oben eine Straßenbahn hinzufügen, oder? Kann ich da denn noch was? Nee. Haben
haben wir voll ausgebaut, 66 Minuten. Wollen die denn jetzt alle mit der Bahn fahren? Haltestelle ohne Anbindung, okay. Das erklärt natürlich das Problem. Kannst du mir auch sagen, wo? Da haben wir eine Haltestelle, da. Die kommen hier überall hin. Eigentlich ist doch alles vernetzt, also. Oder fahren die dann einfach ins Leere, wenn man sowas wie hier hat? Es kommt aber auch nur manchmal vor, in bestimmten Ecken. Wo sind die jetzt alle? Ist auch besonders gut, dass die hier alle hintereinander wegfahren. Was ich jetzt nicht so schön finde, ist... Ja, hier ist schlechte Laune. Da unten stehen ein paar Leute. Nimmt Bilder auf, hinterlässt Spuren. Nadja Korte. Okay. So, und wieso? Die können doch hier alle raus. Die können hier... Also ich kann es nicht nachvollziehen. Haltestellen ohne Anbindungen. Weiß ich jetzt nicht warum. Ich meine, die können doch hier alle rumfahren. Ich meine, die fahren ja auch rum. Das kommt ja noch denen noch hinzu. Was haben wir hier wieder? So, kaum bauen wir hier was. Haben wir da auch mal alles schlecht. Lager voll. Ja, da müsst ihr die Sachen mal wegfahren. Ganz einfach. Mal gucken. Ja, die Lager sind voll. Müssten wir vielleicht mal noch mehr abbauen, vielleicht nicht. Müssten wir vielleicht in der nächsten Folge, bevor ich in die nächste Folge starte, reiße ich noch dieses Haus hier ab. Müssten wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal hier so einen Handelsplatz machen, dass wir vielleicht so ein bisschen Kohle noch verkaufen können. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Dann holt er das da ab. Und dann kriegen wir da auch nochmal ein bisschen Geld. Versuchen wir. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dann sehen wir uns morgen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, und dann hoffentlich schaltet er immer noch mal ein, ne? Bis denn, ciao.